von Novara ist reich an Tradition und guten Geschmack alter Zeiten. Viele Rezepte haben bäuerlichen Ursprung, widerspiegeln das Land, werten die Rohstoffe und die Frische der Produkte auf, wie zum Beispiel Gemüse, Fleisch vom Schwein und vom Kleinvieh, in der Vergangenheit und noch heute in den Bauernhöfen der Ebene um Novara gezüchtet. Ein Beispiel dafür ist dieses Gericht, das anders als die Casoiola von Mailand auch mit Gänsefleisch zubereitet wird. Die Gans in Stücken, die Rippen und die Knackwürste in halb schneiden, Zwiebel fein schneiden und mit Butter und einem Löffel Öl anbraten, Fleisch hinzufügen, salzen und pfeffern. Sehr gut bei lebhafter Wärmezufuhr anbraten, Knoblauch hinzufügen und dann das Fleisch mit Wasser bedecken. Alles langsam für 3 Stunden kochen. Inzwischen Wirsing putzen, fein schneiden und dem Fleisch hinzufügen. Zudecken und noch eine halbe Stunde weiterkochen. Ab und zu mit einem großen Löffel das schwimmende Fett abschöpfen. Salzen und pfeffern und mit dampfender gelber Polenta servieren. Dieses Gericht sollte mit Colline Novaresi Doc Vespolina serviert werden, einem trockenen und harmonischen Wein. Sehr gut auch mit Wildbret, reifen und scharfem Käse.